Die Power der Freundschaft. Sehr gut. Such weiter. Mache ich. Schau mal. Ich will nichts übersehen, deswegen gucken wir mal überall. Hier können wir irgendwas am Fuß machen. Oh. Oh. Also ich wollte eigentlich nicht so eine Statue kaputt machen, aber... Geheimversteck. Magischer Ring. Oh, hier sind so ganz viele Säulen. Wie machen wir das nochmal? Nächster Versuch. Kreis und Viereck. Dann können wir so einen Angriff nur machen, oder? Können wir von Säule zu Säule? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist, da bin ich noch ein bisschen überfragt, aber... Oh, shit. Aber ansonsten läuft es schon mal besser. Morschel erhalten. Seht ihr mal, wie sehr wir aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwas verpassen. Da ist was. Nein, ich will das einsammeln. Ich will das einsammeln. Einsammeln. Ach, Dreieck, okay. Untersuchen. Kräuter-Seitling gefunden. Okay. Es geht ziemlich bergab. Und hier müssen wir wieder hochlaufen. Ich meine, so schwach ist Sora jetzt nicht. Aber ja, hoch mit dir. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Nein! Sind wir tot? Was? Wie komme ich hier raus? Hallo, Sora. Mach keinen Shit. Ich wollte nicht im Feuer laufen. Schnell geh die Wand hoch. Bitte, bitte, bitte. Heilige, was? Ich war überfordert. Ich dachte halt, wir sind sofort tot. Und dann habe ich erstmal nicht gecheckt, was ich machen soll. Anscheinend stirbt man nicht so schnell. Das sind echt viele Gegner. Wir töten die jetzt mal in der Luft. Auch wenn es nicht so einfach ist. Oh. Nächster. Zum Glück können wir uns relativ lange in der Luft aufhalten. Wir sind halt krass. Und können selbst im Feuer überleben. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Komm, geh hoch, Sora. Falsche Wand. Ups. Lag an mir. Wir brauchten ein bisschen Wärme. Sora wollte brauner werden. Passt schon. So. Ich hätte auch eigentlich Zauber ausführen können. Vielleicht ein bisschen Wasser. Wasser kann nicht schaden, oder? So, wir haben es geschafft. Ziemlich viel AP verloren. Aber ist okay. So, wir müssen auf diese andere Seite hier. So, hier lang. Zack. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, hier sind Fässer. Also, wir hätten die sonst kaputt gemacht. Da sind noch mehr von den Dingern. Vielleicht ist es doch MP oder so. LP. Hier sind noch welche. Und hinten habe ich wieder Gegner entdeckt. Ja, das Grüne ist eigentlich LP. Vielleicht sind das einfach diese Taler. Das kann natürlich auch sein. Ne, die Taler sehen so aus. Ich bin überfordert. Überfragt. Keine Ahnung. Irgendwas Sinnvolles wird es schon sein. Angriff! Bam, bam, bam. Da sind noch mehr Leute. Die Monster sehen eigentlich sogar relativ putzig aus. Ich hätte jetzt nicht Angst vor. Aber ja, wenn die einen angreifen, ist es natürlich nicht so schön. Da sind noch mehr. Wie könnt ihr es wagen? Ihr Mistdinger. Mal ein bisschen Feuer. Wir waren ja eben im Feuer. Ich wollte eigentlich nur das Element testen. Damit wir ein bisschen Erfahrung sammeln. Oh shit. Ist der explodiert? Feuer! Ich glaube, Feuer bringt eigentlich relativ wenig gegen Feuermonster. Vielleicht heilen wir dir dadurch. Also Wasser wäre, glaube ich, sinnvoller. Aber ich eben die ganze Zeit Wasser gemacht habe, wollte ich einfach mal Feuer testen. Hm. Okay, also machen wir eher mehr Wasser. 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 Ja, Wasser passt sehr gut. Wasser. Wasser. Vielleicht ist es auch Erfahrung, was wir einsammeln. Magie angestiegen. Max FP. Wow. Cool. Wir haben keine MP mehr. Aber easy, haben wir geschafft. Gehen wir zu der Frau. Nicht schlagen, sprechen. Ihr seid meine Helden. Ich weiß. Haben wir gerne gemacht. Hier ist noch eine Herkules-Figur. Ich glaube, das bringt einfach nichts, aber ja. Warum nicht? Einfach mal umwerfen, was da ist. So, relativ groß fürs erste Level, muss ich schon zugeben. Nicht schlecht.
Hätte ich nicht gedacht, dass es so, so lang ist. Ich dachte, wir wären schon durch. Wir machen das hier heute noch zu Ende, okay? Also, außer es geht noch eine Stunde oder so, dann natürlich nicht. Ich habe nur begrenzt Zeit, dass dann... Also, ich muss ja noch was anderes aufnehmen. Und dann das alles zu schneiden, wäre ja sonst extrem lang. Aber es macht gerade so viel Spaß und wir sind so mittendrin. Ich will das ungern unterbrechen. Also wir hätten, glaube ich, jetzt sogar ausweichen können. Also die nicht angreifen. Bringt das irgendwie was? Haben wir die angegriffen? Ja, wow. Nicht schlecht. Und jetzt können wir mit ihm was machen. Wow. Okay, langsam wird's. Heaven wird zum Kämpfer. So. Krass. Das gefällt mir. Das ist ja viel besser. Damn. Ja, wir sind gerade so mittendrin und mir macht Spaß und ich finde es schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Langsam lerne ich dazu, ihr merkt ja schon. Es ist schick. Das Spiel gefällt mir einfach sehr. Richtig gut. Vielleicht, naja, je nachdem, wie lange es geht, vielleicht mache ich zwei Parts draus. Ihr seht es ja dann. Da mache ich einfach so einen Cut und mache am Ende vom Video so einen Text. Wenn ja, dann willkommen zu Part Nummer 3. Ich weiß es noch nicht. Sehe ich dann. Weiter geht's. Yay. Hier lang. Oh, was? Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich glaube, ich will hier mal kurz. Ich will mal kurz gucken, ob wir da irgendwas verpasst haben. Sieht hier nach so aus. Ja, seht ihr? Man muss alles genau untersuchen. Hier ist nämlich noch eine Schatztruhe. Sehr gut. Äther. Ich weiß jetzt nicht, ob das so dringend notwendig für uns ist und was diese Nelken uns bringen. Aber kann ja nicht schaden. Vielleicht können wir die verkaufen oder zum Craften benutzen. Petersilie. Wir machen uns später was zu essen. So, dann gehen wir hier lang. Und hier geht's dann weiter. So. Zack. Easy. Und dann gucke ich hier nochmal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Na, nichts. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall alles erstmal schon mal gemacht. Die Kisten machen wir trotzdem noch kaputt. Kann nicht schaden. Ich denke, die Taler brauchen wir später vielleicht dringend, wenn wir irgendwas kaufen wollen. Wisst ihr was? Wir? Nein, ich will... Ah, ich wollte eigentlich mich ausrüsten, aber das geht wahrscheinlich nicht im Kampf. Deswegen müssen wir abwarten. Der Stein war voll im Weg. So, jetzt kann ich aber Feuer machen, oder? Feuer, 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 Feuer. Erstmal runterwerfen. Und jetzt haben wir nur noch einen übrig. Komm, spring hoch. Ist er selbst runtergefallen? Raketentanz. Komm, wir machen es doch mal. Warum nicht? Sieht einfach lustig aus. Goodbye. Okay, jetzt können wir uns bestimmt ausrüsten. So. Ausrüsten. Wir haben ja ein paar Sachen bekommen. Schildgürtel. Magischer Ring. Mehr nicht. Immerhin. Also, ein bisschen was haben wir. Die haben nichts. Die haben nichts. Goofy hat auch nichts. Nee, nee. Okay, wir haben wenigstens zwei Sachen bekommen. Kann ja nicht schaden. Weiter geht's. Kisten kaputt machen. Unser Lieblingshobby. Einfach Kisten zerstören. Gasse. Neue Cutscene. Sora! Wieso laufen die Leute nicht weg? Das verstehe ich irgendwie nicht. More heartless. Jetzt verstehe ich's, aber eben nicht. Ich dachte zuerst, vielleicht der Mann hat ein Bein eingeklemmt oder so. Aber nein. Ja, sieht so aus, als hätte er kein Problem. So, wir spammen jetzt wieder Wasserangriffe.
Oh, oder was anderes? Wenn du Gegner mit Magieschaden zufügst. Ja, das machen wir. Dieselbe Magie auf höherer Stufe. Okay. Wenn du Gegner mit deinem Schlüsselschwert Schaden zufügst, füllt sich über dem Kommandomenü eine Leiste und es erscheint schließlich ein Formationskommando. Ich glaube, das, was wir eben hatten. Ja. Machen wir. Was? So wenig Zeit? Was? Wieso? Sonst sterben die oder was? Sonst fällt es von Herkules runter. Ja, wirklich, da stand, besiege die, bevor Herkules das Gebäude fallen lässt. Wow. Was, Sarah? Und ich glaube, ich treffe keinen. Nein. Zweite Form. Oh. Betäubungsangriff. Wow. Cool. Not bad. Gefällt mir. Seht ihr, wir werden schon stärker. Wir haben schon unsere zweite Form. Wir haben keine MP mehr. Shit. Okay. Goofy Bomber. Haben wir den Spezialangriff? Den können wir leider nicht lenken oder so. Also falls da gerade keiner ist, haben wir ein Problem. Aber passt schon. Nicht schlecht, zweite Form. Sehr gut. Nochmal Betäubung. Wow. Langsam werden die Angriffe richtig spannend. Vorher war es ja so, ja, wir hauen drauf und hauen drauf und hauen drauf und hauen drauf. Aber jetzt, mit den ganz vielen Möglichkeiten, gefällt mir das sehr gut. So, wir machen jetzt nochmal zweite Form. Bam. Und jetzt nochmal Betäubungsschlag. Boom. Aber es, wir haben schon relativ wenig Zeit noch. Das heißt, wir müssen uns schon beeilen. Es sind extrem viele Gegner, die hier irgendwie angreifen. So, Vassara. Bam. Sehr gut. Da sind noch mehr. Heilige, wie viele sehen hier? What the fuck? Noch eine Minute 20. Also ich gebe mir jetzt schon Mühe. Ich denke, diesmal läuft es auch eigentlich ganz gut. Sehr gut sogar, muss ich zugeben. Hätte ich nicht erwartet, aber trotzdem. Krass, wie viele Gegner hier sind. Betäubungsschlag. So, komm, wir müssen die schnell besiegen. Komm schon, bitte. Regentanz. Raketentanz, nicht Regentanz. Hui. Haben wir noch Gegner? Einen noch. War es das? Nein, noch einen. Oh, Gott sei Dank. Hui, das war mein Lieblingskampf. Absoluter Favorite-Kampf. Krass war der. Der war cool. Get the people out! Okay. Are you guys alright? You need to get to safety. Hurry. Go! Quickly. Alleine können die nicht gehen, ne? No. Los, Sora, hilf ihm mal. Ne, wir hauen ab. Das Schild bringt's. Herc, wo bist du? Bitte nicht tot sein. Bitte nicht. Der lebt eh. Bin ich mir sicher. Seht ihr? Kein Kratzer. Oh, you scared us. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh wow, very nice. Full marks. No organization. You're Zigbar. Ah, all this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a Heart of Light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh.
And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. What reward? Na, oh, Sora verzweifelt schon echt extrem, ne? Weiter, heilige, wie lang ist dieses Level bitte? The fuck? Zwei Parts, definitiv. Von da sind wir gekommen, richtig? Aber hier können wir noch was einsammeln. Seht ihr? Das wusste ich. Pilze. Ich hasse Pilze im echten Leben, das ist das Traurige. Ja, ich unterteile in zwei Parts. Es ist jetzt doch ein bisschen zu lang. Aber, ja, ich will nicht aufhören. Wir sind gut dabei gerade. Passt, jetzt sind wir wieder zusammen. Und ich denke, der Endkampf wird wahrscheinlich gar nicht mehr so weit entfernt sein. Hoffe ich zumindest. Also ich meine, ich genieße das, aber ich würde gern eine andere Welt dann demnächst mal testen. Bin ich schon gespannt. FB Plus. Spring mal hier rüber. Wenn Heaven failed, haben sie sowas noch eingebaut, Gott sei Dank. Bam. Können wir die auch kaputt machen? Nein, schade. Aber hier die können wir noch kaputt machen. So. Hier ist nichts mehr, oder? Wenn ich schon wieder nicht weiß, wo wir lang müssen. Ah, von hier sind wir gekommen. Okay. Gut. Da waren die Pfifferlinge da rechts auf dieser Wiese. So, dann geht's hier weiter. Gucken wir mal hier unten, ob hier noch was ist. Nope. Irgendwo noch Kisten. Oder irgendwas anderes. Oder geht's jetzt straight up zum Boss? Ja, da sind wir hochgelaufen. Gehen wir hier durch. Noch mehr Kisten. Jetzt sind wir unterirdisch. Hier ist noch was. War noch eine Kiste. Und das können wir wahrscheinlich kaputt machen hier. So, boom, 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 boom. Oh oh. Oh oh. Oh, 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 nein, 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 einfach nein. Manchmal siehst du im Kampf, wie ein grüner Kreis um einen Gegner herum erscheint. Einen auf diese Weise markierten Gegner erfolgreich anzugreifen, lässt wiederum ein Attraktionskommando erscheinen. Drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Okay. Nein! Angriff. So. Wow. Was zum Teufel? Dann muss ich jetzt Angriff. Oh, ich muss es mehrfach drücken. Oder nur, wenn er in der Nähe ist. Ich drück's mal so schnell, wie ich kann. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Aber, ja, ich mach das einfach mal. Keine Ahnung, ob wir treffen. Ich hätte Finale vielleicht drücken sollen. Ist das der Endboss? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, weil ich beim letzten Mal so gefailt habe. Oh oh. Nein, ich wollte mich gerade an diese Säule schwingen.
Du Mistkerl, ich fass es nicht. Dann gehen wir mal an die hier. So, ein paar Gegner wenigstens angegriffen und besiegt. So, wir füllen mal die Leiste oben. Zweite Form. So, kann ich Schaden. Stufe aufgestiegen. Bam! Ich weiß nicht, ob wir ihn auch getroffen haben. Oh, oh shit. Goofy-Bomber. So, ich hoffe, wir treffen den. Wir sehen ja oben die LP von dem. Müsste eigentlich jetzt passen. Sehr gut. So, haben wir Schaden gemacht? Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ja, der hat schon einen LP-Balken weg. Ne, schon ein paar LP-Balken weg. Ich will trotzdem nicht ins Feuer fallen. Schnell weg. Angriff. Oh oh. Manchmal bin ich so ein bisschen aus der Sicht. Ich muss die Kameraperspektive anpassen. Sonst, ich mache ein bisschen Wasser. Kann nicht schaden. Zweite Form. So. Und Betäubungsangriff. Ah, dieses Wasserschiff hat mir gefallen. Oh, oh. Bisschen LP bekommen. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen noch ausweichen. Das muss ich vielleicht noch lernen. Easy. War jetzt gar nicht so schlimm. Und wir hätten wieder Piratenschiff auslösen können. Also wir waren wieder kurz vorm Spezialangriff. Mac. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Oh, look. More trouble. It's Hades. Herc, let's go. Right. Es geht noch immer weiter? Wie bitte? Was? Oha. Hätte ich nicht gedacht. Und hier können wir wieder heilen, speichern und in den Shop gehen. Ich glaube, wir brauchen noch immer nichts aus dem Shop. Aber ich speichere mal. Und ich denke, das war's jetzt erstmal mit diesem Part. Außer, es kommt nur noch was Kurzes. Ich bin zu neugierig. Wir gucken noch ganz kurz rein, okay? Falls jetzt wieder so eine offene Welt kommt, dann beende ich den Part. Und ich dachte, das war der Endgegner. War es nicht der Endgegner? Kommt noch ein Endgegner oder kommt noch eine Cutscene? Wir finden es jetzt heraus. Eine neue Welt? Oh! Okay, also dann... Es sieht hübsch hier aus. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt habe ich zwei Parts aufgenommen und ich dachte, wir schließen diese Welt ab. Aber damn! Wie lang ist das bitte? Krass. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ich freue mich auf mehr. Haut rein, Freunde. Bis demnächst. Ciao.